Ja, Hallöchen, hi. Da bin ich wieder mal mit dem Kompost und ja, wir machen jetzt vielleicht fürs nächste erstmal das letzte Kompost-Update, bis auf weiteres. Mal sehen, wann das nächste kommt. Also, das ist ja, zieht sich jetzt ja schon so fast ein halbes Jahr hin ungefähr, dieses Experiment mit diesen Containern hier. Und ja, also ich habe festgestellt, das geht gar nicht so schnell, wie ich dachte. So. Also ich hatte mir vorgestellt, dass das vielleicht in ein paar Wochen zu Kompost geworden ist, das Zeug hier bei diesem Klima, bei diesem feuchtwarmen Klima. Aber das ist halt, hat meine Erwartungen gar nicht erfüllt. Also das ist jetzt, wie gesagt, schon mehrere Monate, ein halbes Jahr ungefähr geschätzt. Die haben zwischendurch mal ein bisschen abgesiebt von dem Kompost, aber im Prinzip war der auch noch nicht wirklich fertig. Das war eigentlich so, sage ich mal, matschige, nass, dunkle Sägespäne. Und im Prinzip, ja, also was man jetzt hier so oben drauf sehen kann, ist halt hauptsächlich auch die Abdeckung. Unten drin ist es ein bisschen mehr Kompost verkompostiert. Also das ist jetzt zum Beispiel sind frische Abfälle von heute. Ja. Und ansonsten ist es halt so hauptsächlich auch Abdeckung, die den Kompost so ein bisschen schützen soll, die Blätter und so. Also da so sieht jetzt nicht der ganze Inhalt aus. Aber der ist halt auch noch nicht richtig verrottet sozusagen. Also ich werde euch das jetzt mal zeigen, hier über das Stativ werde ich den Film sozusagen dann laufen lassen und werde die Sachen hier nochmal umschütten. Aber wir werden das jetzt hier ja dann doch irgendwie stark verändern, das System, weil das so anscheinend nicht funktioniert. Wir wissen jetzt nicht genau, woran es gelegen hat. Also vermutlich natürlich daran, dass der Kompost wenig Bodenkontakt hat oder fast gar keinen. Also es sind halt nur kleine Löcher im Boden drin. So, ich habe da so 20, 30, 10 mm Löcher reingebohrt in diese Tonnen. Und ja, das ist halt relativ klein, der Kontakt sozusagen, was der da hat jetzt sozusagen. Das ist vielleicht nur, ja, ein minimaler Bruchteil von dem, was er eigentlich haben könnte, wenn man den einfach so auf den Boden schüttet. Und ja, das ist das eine. Und das andere ist halt der Verdacht, dass wir mit den Sägespänen, die wir uns hier geholt haben von der örtlichen Schreinerei, dass wir da uns irgendwie Holzschutzmittel oder solche Sachen irgendwie ran geholt haben, die jetzt das quasi alles konservieren und den Kompostierungsprozess sozusagen, ja, auslöschen, verhindern. Ja, also mit den Sägespänen haben wir jetzt erstmal Stopp gemacht und wir sind jetzt dabei, mit den angegammelten Reisschalen sozusagen da weiterzuarbeiten. Die können wir auch direkt quasi als Bodenersatz schon nehmen. Das funktioniert anscheinend. Also da wächst jetzt tatsächlich, das meiste wächst halt richtig wie in einer richtig guten Erde. Also Reisschalen, die schon Jahre, möglichst lange, also jahrelang, 1, 2, 3 Jahre, schon auf dem Boden gelegen haben und dort halt ja, in Kontakt mit den ganzen Pilzen und so gekommen sind. Die benutzen wir jetzt sozusagen als Erde und ja, fast pur sozusagen meistens. Ja, den Kompost, den werden wir jetzt noch irgendwie verwerten. Zum Beispiel hier gibt es noch einige Stellen, da ist noch ein bisschen viel, da fehlt noch was hier. Wie man sieht, hier so ein paar Zentimeter, ups, ja, so 10, 15 Zentimeter gibt es hier noch so Kuhlen. Die können wir noch auffüllen. Da können wir das eigentlich alles, fast alles so verwerten. Und dann wollen wir hier sowieso noch ein bisschen so stufenweise, terrassenmäßig das so anlegen im Garten. Wir wollen das jetzt halt wirklich nutzen, um hier eventuell so eigenes Gemüse anzubauen und so. Ja, und da werden wir das dann alles draufschütten und den Rest, falls noch ein Rest bleibt, dann halt für die Blumen nehmen. Ja, und dann ist die Sache erstmal gegessen. Das könnte man eigentlich ja im Prinzip als Fail bezeichnen. Experiment, ja, und wie gesagt, das kommt halt drauf an, immer was man da genau tut sozusagen. Also das ist im Prinzip genau das Thema, was ich eigentlich habe. Erst nachdenken und dann handeln. Und jetzt haben wir so gemerkt, ja, okay, wir haben was gemacht. Wir haben nachgedacht und gehandelt, aber es ist irgendwie nicht richtig gut geworden und da muss man halt dann sagen, okay, Moment, was war es denn jetzt, woran hat es gelegen? Und da muss man halt gucken, dass man da auf ein Ergebnis kommt und nicht einfach irgendwie weitermacht und weiter Bullshit baut, sondern dass man da eben entsprechend gegensteuert. Ja, und da sind wir jetzt dabei, das rauszufinden, da zu gucken, wie kann man es beim nächsten Mal besser machen.
ja, wir haben hier nur begrenzte sozusagen Anwendungsmöglichkeiten und ja, also das Grundstück ist halt winzig. Deshalb können wir hier im Prinzip gar keine großen Experimente mit sonst irgendwas machen. Also wir haben jetzt hier ja, 4x5 Meter oder sowas in der Art. Das ist schon zum Teil bepflanzt und hier stehen halt auch Bäume, die machen viel Schatten. Also wir können jetzt keine Pflanzen anbauen, die ganz viel Sonne brauchen. Das wird wahrscheinlich nicht so richtig funktionieren. Ja, und außerdem, ja, also so, ja, die Mauern sind halt auch noch da, ja, also zusätzlich zu den Bäumen. Die machen halt zusätzlich noch dunkel. Ja, ist halt fast wie im Innenraum hier. ja, na gut, also ich werde euch das nochmal zeigen mit dem Kompost hier, wie ich das mache mit dem Umdrehen. Und so hätte es eigentlich auch funktionieren können. Ja, wenn es denn funktioniert hätte. Genau, ich zeige es euch nochmal. Diese Sägespäne, die stehen dort. Hier und ja, kann sein, dass die halt im Prinzip verunreinigt sind mit Holzschutzmitteln und das ist halt ja für jemand, der jetzt kein Laborequipment zur Verfügung hat, keine Analyse einfach mal so machen kann, schwierig festzustellen. Habt ihr da vielleicht Ideen, wie man das machen kann, dass man da vielleicht so Samen oder so drauf streut und dann guckt, ob die aufgehen und dann das irgendwie vergleicht mit irgendwas anderem? Oder gibt es da irgendwelche anderen Tests, die man sozusagen zu Hause machen kann? Das wäre mal interessant, dass man solche Sachen auf ja, Chemikalien oder ja, auf einfach Gesundheit sozusagen prüfen kann, ob der Boden sozusagen fürs Wachstum geeignet ist. Und natürlich, ja, Chemikalien wären natürlich auch sehr interessant, weil ich hatte heute auf dem Rückweg vom Markt noch wieder festgestellt, dass die hier im Prinzip ihre ganzen, oder naja, vielleicht nicht die ganzen, aber viele Abwässer hier einfach so in diese Kanäle einleiten und die führen dann auch auf die Bewässerung von dem Feld und so. Ja? Also so ganz genau konnte ich diesen Verlauf der jetzt nicht identifizieren, aber es sieht sehr stark danach aus, als ob das alles irgendwie am Ende des Tages ineinander läuft, ineinander fließt und also auch die Kloaken sozusagen. Das richtige Abwasser dann irgendwie mit Waschmittel und mit allem, mit dem ausgewaschenen Müll. Hier wird halt an jeder Ecke der Müll verbrannt und das fließt dann halt über den Regen dann in diese Kanäle rein und kommt dann halt aufs Feld und so. Das ist halt auch aus meiner Sicht ein gigantisches Problem, dass man eigentlich so schnell wie möglich stoppen muss, diese Verschmutzung. Und da bin ich auch dabei, irgendwie zu versuchen, mit der Regierung da in Kontakt zu treten, dass man da irgendwie eine vernünftige Lösung irgendwie entwickelt. Ja. Na gut, dann erstmal viel Spaß beim Kompost, beim Zugucken, wie ich den Kompost umdrehe und das sollte nicht allzu lange dauern. Hunderte Ameisen am Start. Hier habe ich noch irgendwas, eine Kartoffel oder weiß ich nicht genau, was das ist. Das gebe ich mal der Chris, meiner Frau. Ja, lege ich mal kurz in den Schatten. Und dann mache ich mal weiter. Also wie man es vielleicht sehen kann, ist da halt noch viel Substanz sozusagen. Also es ist noch nicht wirklich zu Boden geworden. Ja.
ist noch so ein Pflänzchen. Und das sieht im Prinzip genauso aus da. Also alles nicht wirklich verrottet. Also macht eigentlich keinen Sinn sozusagen in diesem System, je nachdem, was das jetzt für eine Ursache hatte. Wie gesagt, können wir nicht ganz eindeutig eingrenzen. Ja, also besonders ärgerlich, nervig ist halt dieses Gras. Das sollte halt kaputt gehen, aber es hat sich anscheinend noch sehr zäh gehalten und sieht eigentlich noch ungefähr so aus wie vor, ja, 2 Monaten oder 3. Tja, das sollte eigentlich, wollte der Nachbar verbrennen und ich, Chris hat sozusagen mir den Tipp gegeben, ey, lass uns das doch verkompostieren. Ja, und da wir keinen Schredder haben, haben wir das halt so reingehauen in den Kompost und ich hatte gedacht, naja, irgendwie wird das schon verkompostieren, aber sieht nicht so aus. Also ist noch ziemlich viel noch da. Ich würde mich ja schon selbst als Kompostguru bezeichnen, aber hier, da weiß ich auch nicht so, was ich dazu sagen soll. Ja, also meine eigentliche Einschätzung wäre, dass das Ganze sozusagen auf den Boden zu verlagern und dann halt zu gucken, sind irgendwelche Schadstoffe da im Spiel sozusagen. Kann man das irgendwie messen? Und wenn man es gemessen hat, dann kann man da irgendwie der Sache auf den Grund gehen, wo kommt das her sozusagen? Und das wäre jetzt meine Herangehensweise. Ja. Tja, das ist recht mysteriös, warum das so schlecht geht. Ich habe da sozusagen auch mit Urin gearbeitet, da rangepieselt. Mal hier, mal dort, also immer verteilt, mal da, mal dort. Und ja, das hat anscheinend auch nicht so richtig durchgezündet, diese Methode. Ja.
was Interessantes. So, ich hatte jetzt gerade hier festgestellt, bei diesem Behälter, der ist unten dicht. Also der hat hier so 3-4 cm so einen geschlossenen Boden. Da kann nichts abfließen. Und da habe ich mir gerade das Wasser sozusagen dann über die Füße geschüttet und wurde dadurch daran erinnert. Und ja, da habe ich auch so ein, ja, riecht eigentlich nach, keine Ahnung, nach Kuhscheiße oder so. Also so nach, ja, nach Kuhscheiße würde ich es am besten beschreiben. Also vergammelt so und gar nicht so gut, ja. Also da findet halt keine richtige Verrottung statt. Das ist halt dann so ein, ja, anaerober Prozess, also ohne Luft und so. Und da entsteht wahrscheinlich auch Methan und so weiter, ja, wie bei der Kuh. Und ist eigentlich, ja, doch sollte man sehr, sehr versuchen zu vermeiden, so eine Sachen. Also das ist ganz schlecht, wenn sozusagen da im Boden keine Löcher sind und man das halt stehen lässt und so. War mir bewusst, aber ich hatte das jetzt einfach mal, das ganze Setup sozusagen, jetzt mal ein paar Tage stehen lassen und ja, jetzt fällt mir das wieder auf sozusagen. Also das ist halt auch, ja, nicht praktikabel, so ein Behälter zu haben, der zwar an den Seiten Löcher hat, aber unten gar keine. Ich habe das jetzt einfach mal so als Experiment weiterverwendet und ja, kann ich berichten, dass das halt im Prinzip Mist ist, wenn das unten keine Löcher hat. Noch ein Bäumchen und ganz viele Ameisen. Ich würde sagen, ich mache zum Test, schütte ich einfach mal eine Kiste aus und schaue mir mal, wie sich das so entwickelt. Nehmen wir gleich zwei. Das hier mit dem geschlossenen Boden lernen wir auch gleich mal aus. Geben dem noch ein bisschen eine Form. Ups. Wir hoffen, dass sich dieses Gras nicht verbreitet. Killergras. Was ist das? Ja, dann lassen wir das mal so. Da haben wir jetzt so einen Testhaufen. Den lassen wir da mal vor sich hin arbeiten. Mal sehen in den nächsten Tagen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt den Kompost schon verarbeiten oder ob der da noch vielleicht ein paar Tage Gelegenheit hat,
als Referenz zu dienen, wie der jetzt sich verhält im Vergleich zu den anderen Sachen in den Behältern. Vielleicht können wir das nochmal vergleichen oder beobachten. Na gut, das wäre es dann erstmal soweit. Wie gesagt, ist eigentlich im Prinzip ein Fail. Also klar, wenn man jetzt noch hier ein Jahr oder so da das noch weitermacht oder so, dann wird da wahrscheinlich guter Kompost draus. Aber wir hatten eigentlich das Ziel, sozusagen in ein, zwei Monaten allerspätestens so da richtig guten Kompost draus zu machen. Und das ist ja bei weitem nicht gelungen. Okay, na gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.